Hallo und willkommen zurück wieder auf der Straße. Und unser heutiger Auftrag lautet: Postpakete nach Malaga zu erwarten für 17.000 Euro. Das war jetzt einfach der Auftrag, der in einer angenehmen Streckenlänge die meiste Kilometerpauschale hatte. Und wir wollen ja Reibach machen, wir wollen ja unseren eigenen LKW kaufen. Und natürlich ohne Kredit, also von daher, es ist Fleiß gefragt. Wie immer. Fenster auf muss einfach sein. Klingt zum Beispiel schon wieder ganz anders als der andere. Okay. Nicht blinken, sondern Gang rein und los geht's. Ja. Noch umgewöhnen hier. Am Anfang war es so, dass er die Feststellbremse einfach Route neu automatisch berechnen. angezogen gelassen hat. Sorry, automatisch gelöst hatte. Das habe ich abgestellt. Mich jetzt aber gerade noch dran gewöhnen, dass er das auch macht. So, was hängt hier? Wieso das jetzt? Haben wir hier eine Hitbox, die... Alter, Doppelhänger. Das hatte ich gesehen und direkt auch schon wieder verdrängt. Dann können wir das Ganze direkt nochmal versuchen. Oh je, oh je, oh je. Ja, dann hätte ich direkt andersrum um den Kollegen hier fahren können. So, dafür hängen wir jetzt hier vorne. Du könntest erstmal aufhören zu piepen, danke. Und dann piepen wir auch direkt schon weiter. Jetzt kommt nämlich der ganze Undenkvorgang hier. So. Zugmaschine gerade zurück. Da schiebt irgendetwas von hinten. Ja gut, dann machen wir Folgendes. Wir probieren das mal ganz hier außen. Mit ein bisschen Glück reicht's. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Können wir sehen, was hier hinten eventuell schon im Weg ist? Achso, da wäre jetzt schon die Wand. Okay, aber ich kann sehen, dass hier noch Platz ist. Dann nutzen wir doch den einfach mal aus. Bis zum Äußersten. So. Blinker jetzt hier echt wirklich eher als Hilfsbeleuchtung. Ich extra nicht Spin Tires gemacht, weil ich da nur festhänge und dann sowas. Ja, nee, genau so rum nicht. Natürlich mit der Außenkamera gleich nochmal doppelt so schön. Das verwirrt gleich nochmal extra. Okay. Gut. Hätten wir zumindest erstmal die grundlegende Bewegungsfreiheit wiederhergestellt. Aber das könnte eine spannende Nummer werden hier. Immer geradeaus neu berechnen. Jetzt schon neu berechnen? Hab mich doch noch gar nicht verfahren. Das kommt doch erst noch. Okay, cool. Aus der Ecke sind wir raus. Das fängt echt gut an. Okay. So, Jungs und Mädels. Kreisverkehr kommt als erstes. Ist frei. Biege nach rechts ab. Ja, du musst dich natürlich dazwischen drängeln. Oh, mit was für einem Tempo.
Alter Vater, ey. Ja, sorry hier. Ja, Doppelhänger. Ich hab hier jetzt mal vor. Biege nach links ab. Kamera geradeaus, sonst fahre ich dem in die Ecke, obwohl ich drauf geachtet habe. Blinken nicht vergessen bei all dem. Okay, hinten ist rum. Ah, und jetzt bin ich auch gleich zu weit gefahren. Ja gut, das müssen wir jetzt durchziehen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, das kann ich dir sagen hier. Wir fahren hier vor. Da hinten gibt es einen Kreisverkehr zum Wenden. Ja gut, dann nehmen wir den. Okay, 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 okay. Kein Problem. Immer geradeaus. Erstmal überhaupt fahren wäre schön. Ich nehme an, die machen hier auf rechts vor links. Genau. Das sind so die Kleinigkeiten, die passieren können, wenn man die Verkehrsmenge hochdreht, indem man die Config-Datei editiert. Aber das sind alles so Feintuning-Geschichten. Fitzen sich rein, so nach und nach. Ich hatte mal mit 9 angefangen, das war definitiv viel zu viel, da geht gar nichts mehr. Wir gucken einfach mal, wie weit wir mit 5er Traffic hier kommen und wenn das immer noch zu viel ist, dann machen wir das eben anders. So, da vorne gab es entweder einen Unfall oder sie verstehen es als Stau. Ich fürchte fast, ich werde mir hier schon die erste eventuell nicht auflösbare Situation gebaut haben. Okay, dann gibt es darauf nur eine Antwort. Es geht hier um Postpakete, das ist von unglaublicher Wichtigkeit, das hat Priorität. Rums, rums, rums. Das geht hier schön ins Lenkrad. Kommt der da hinten rum? Er kommt da hinten rum. Jawohl. Ach, jetzt haben sie es geschafft. Ne, die rücken nur da auf, wo ich war. Immer geradeaus. Immer geradeaus klingt gut. Lass uns das tun. Erste Stau hier. Nachts um 2. Ganz schön was los hier. Kreisverkehr mit Kreisverkehr, Tempo 40. Dritte Ausfahrt nehmen. Hier ist dafür umso weniger los. Das nehmen wir gerne einfach so an. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Oh, aber gerne doch. Bitte rechts halten. Okay. Und damit sind wir auf dem Weg. Rechts halten, das trifft sich gut, da bin ich sowieso gelandet. Madrid verlassen wir. Okay, damit wäre das von wo auch geklärt. Das wird beim Tanken auch nochmal spannend. Aber fürs Erste ziehen wir mal so durch. So, jetzt kenne ich zumindest die Tricksereien des Simulators gut genug, um schon mal zu wissen, wo man lieber gleich die Spur wechselt.
Und jetzt siehst du nämlich hier auf der Autobahn ist dann nämlich doch ein bisschen wenig los. Das ist der Grund, warum der Traffic generell eher etwas höher gedreht wird. Auch da natürlich wieder die Möglichkeit, sich mittelfristig in entsprechende Mods reinzufuchsen und das Ganze entsprechend zu erweitern. Beziehungsweise, was heißt erweitern, ist einfach ein bisschen schlauer und angepasster zu machen. Oh, für den Einstieg ist das gut. Sonst dachte ich eben schon, ich darf gleich erstmal wieder bremsend überholen, weil die hier anfangen, einen Parkplatz zu bilden. Aber bis jetzt hält sich das ja im Rahmen. So. Genauso mit ihrer inkonsistenten Geschwindigkeit, wie es echte andere Verkehrsteilnehmer auch sind. Immer schön plus minus 10 km/h, dass du nicht weißt, ob du vorbeifahren sollst oder hinten dran bleiben. Das habe ich eigentlich bis jetzt noch bei jeder Langstreckenfahrt gehabt. Dabei ist es so einfach: Tempomat rein und fertig. Ja, Tempo einhalten übrigens auch ratsam. Die Temposchilder entgehen mir hier doch echt schnell mal, muss ich sagen. Da sind wir wieder bei 90. Bitte links halten. Wie wir sehen, sehen wir beeindruckende spanische Landschaft. Bitte links halten. Ja. Wir legen das Rechtsfahrgebot gleich mal ein bisschen großzügig aus. Und sowas wie das hier wird jetzt noch öfter kommen. Bitte links halten. Cordoba. Gas, Gas, Gas. Nix da. Direkt erstmal hier. Was hat der denn vor? Rechts überholen oder wie? Na. Er hat auf jeden Fall mindestens drüber nachgedacht. Das lässt sich nicht abstreiten. Könnte auch als Schlagzeuger irgendwo arbeiten. Und warum höre ich den im Tunnel noch und dann nicht mehr plötzlich? Kleine Tücken der Technik. Also wenn hier Pünktlichkeitsbonus gezahlt wird, dann haben wir unseren vielachsigen Kollegen auf jeden Fall schon mal mindestens einen halben Schritt voraus.
Da hätte ich mir das mit dem Tanken mal eine halbe Sekunde eher überlegen sollen. Wir setzen uns einfach mal kurz einen Reminder sozusagen. Hier. Klack. Genau, das sollte eigentlich schon reichen. Lass uns loslegen. Okay, das klang ein bisschen falsch. Gerade mit dem Tonfall. Kilometer bis zu der Tankstelle, da sollten wir ja fast gar nicht zu lange auf der linken Seite bleiben. Ja, gut. Das hat er sich früh überlegt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So ist die schon hier? Jo. Nimm die Ausfahrt rechts. Ach so, jetzt haben wir hier einen richtigen Rasthof. Schön. Da vorne gibt's Sprit. Demnächst rechts abbiegen. Alles klärchen. Biege nach rechts ab. Gucken, dass uns hier nicht einer in die Seite rammt. Ach, da vorne. Okay. Ich wollte schon sagen, da gibt es normalerweise sichtbare Markierungen. So, den doppelten Auflieger hier nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Sonst hängen wir nachher gleich wieder. €1,09 für Diesel. Ich weiß gar nicht. In der Realität sind wir, glaube ich, gerade bei 1,20. Dann nehme ich doch lieber das hier. Das ist mal gerade ganz gut, dass man hier nicht die Realpreise drin hat. So. Das wäre gemacht. Dann machen wir das jetzt so hier. Wir holen uns erstmal noch ein bisschen Abstand. Dann das hier so gleichmäßig und weitläufig, wie sich's halt machen lässt. Ich würde gerne den Spiegel schwenken in Echtzeit, um das Ende zu sehen. Das geht aber nicht. Fahr mir nicht in die Seite, Alter. Es war so klar. Okay, aber ich habe keine Strafzahlungen für Unfallverursachen bekommen. Also zumindest ist das System sich mal klar darüber, dass ich es diesmal wirklich nicht war. So, da vorne ist gleich nochmal richtig eklig. Mache ich dir grundsätzlich, wird aber nicht schön. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Da ist alles gut. Ich wünschte, ich könnte mich vorbeugen zum Gucken. Biege nach rechts ab. Und hier bauen wir auf rechts vor links. Yo.
sauer. Niemand im Weg. Dann los. Dem LKW zum Beispiel stört mich hier, dass ich keine richtige Anzeige fürs Licht habe. Da unten links in der Ecke vom Lenkrad sieht man den Schalter. Danach kann man noch so ein bisschen gehen. Aber die grünen und blauen Lampen wären mir schon lieber. Ich meine, die Fernlichtlampe ist da, aber die grüne fehlt halt. So. Gut, und die Leute, die schon Flugsimulator gesehen haben, wissen, was jetzt kommt. Ich brauche noch das Thumbnail fürs Video. Ja, das wird doch schön. So, wie kriegen wir den hoch? So, hier. Na, andersrum. Q und E genau andersrum, als man es von anderen Spielen gewohnt ist. Für hoch, runter. Jo, nehme ich. Alles klar, vielen Dank und weiter geht's. Das machen wir gleich mal weiträumig hier. So einen hast du natürlich immer. Du warst schon zur Hälfte der Lichttube. Wenn ich so einen LKW hier mit Holz sehe, muss ich immer an Final Destination denken. Hinter denen fahre ich auch echt nicht gerne dicht hinterher. Das muss nicht sein. Natürlich sind die gesichert. Sollten sie zumindest sein, bis es dann eben mal doch nicht sind. km übrig, während wir in den Morgen fahren. 7 Uhr. Kommen an 9 Uhr noch was. Ich glaube, wir haben bis 13 Uhr, 16 Uhr, bis 15.13 Uhr Zeit zum Liefern. So, solange hier verkehrstechnisch nichts schief geht, kein Problem. Vom Tank her ist das natürlich jetzt auch mehr als ausreichend. Mal zum Vergleich, warum ich mit offenem Fenster fahre, wenn ich mal zumache. Da klingt das so. Okay, der Button. Das ist hier dieser Drehknopf auf dem Lenkrad, der ist ein bisschen twitchy. Also mal gucken, wie sich das noch ein bisschen umbelege vielleicht. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Wieder auf dem letzten Drücker, so. Nimm die Ausfahrt rechts. Wir kreiseln uns nach unten. Schön weit außen. Direkt wieder Tempo mitnehmen. Das ist auch so eine nervige Geschichte. Leute, wenn ihr auf die Autobahn auffahrt, dritter Gang und das Gaspedal durchs Bodenblech latschen. Bitte. Danke. Teilweise hängst du da dahinter und die gondeln da mit 60, 70 um die Kurven rum. Dass du dir da stundenlang überlegen darfst,
Als PKW-Fahrer schiebst du dich jetzt zwischen die LKWs, solange sie weit auseinander sind, oder musst du runterbremsen, oder schaffst du es mal ganz normal, dich davor zu setzen? Also nochmal, dritter Gang und durchlatschen. Alle anderen danken zu euch. Also mal so als Orientierungspunkt, wenn du am Ende des Einfädelungsstreifens immer noch nicht bei dreistelliger Geschwindigkeit bist, dann hast du was verkehrt gemacht. Ich spreche natürlich vom PKW. So, limitiert bei 90, da kann ich hier einfach in aller Ruhe den Fuß auf dem Gas lassen, können wir ein bisschen ohne Tempomat hier lang gondeln. Der lässt uns freundlicherweise rein. Das ist nett von dir, auch im Interesse deiner eigenen Lackierung. Machen wir ein bisschen den Eiertanz hier rechts, links, rechts, links. Auch so eine Verhaltensweise, die man sich ruhig zweimal überlegen kann. Wenn du schon weißt, in 10 Sekunden muss ich eh wieder rüber und noch jemanden überholen, dann kannst du auch gleich links bleiben. Das hat auch nichts mit Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot zu tun. Nirgendwo steht, eiere die ganze Zeit zwischen drei Spuren hin und her. Den Abschnitt, wo das vermerkt ist, habe ich noch nicht gefunden. So, hier wiederum lohnt sich es natürlich, weil wir noch... Ah! Hätten die nicht gebremst, hätte sich's gelohnt. Jetzt sind sie doch schneller wieder da, als wir dachten. Nur. Dann bin ich auch dankbar für den großen Spiegel hier. So. Und immer schön rechts vorbei. Wobei. Diesmal hätte er das Argument. Ich gehöre hier rüber. Ups. Ah, ich vergesse immer wieder, dass ich noch den zweiten Hänger dran habe. Die normalen Abstände gelten heute nicht. So. Aber jetzt sieht man wenigstens mal hier ein bisschen was von Spanien im Sonnenlicht. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch schon so relativ wüstenhaft ist. Ich war selber noch nie in Spanien, aber auch letztens auf einer anderen Fahrt hier lang im Simulator. Es hat immer so einen leichten Anhauch von Wüste. Weiß nicht, warum mich das so überrascht. Also theoretisch ergibt das ja absolut Sinn. Es ist ja eine ganze Ecke südlicher als hier in Deutschland, aber irgendwie denkst du dir so, naja, gut. All diese Länder sehen irgendwie alle relativ ähnlich aus, aber stimmt natürlich nicht. Absolut nicht. Einer der Gründe, warum es absolut sinnvoll und schön ist, hier und da auch ein bisschen die Welt zu bereisen. Momentan virtuell, früh genug auch wieder real. Bitte rechts halten. So, da hatte ich gerade noch rechtzeitig schon gesehen, dass das kommt. Und meine Überlegung, hier nach links auszuscheren, direkt verworfen. Oha. Ganz schön aggressive Warnschilder dafür, dass es dann gar nicht so schlimm ist hier mit der Kurve. So, was hat sie mit mir vor? Wir bleiben hier. Okay. Aber man sieht es halt schon, er ist eher sandig alles. Eher Büsche und vertrocknete Gebüsche. Weniger das, was man jetzt so von uns an Bäumen kennt. Wie akkurat das hier repräsentiert ist, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber so ganz verkehrt wird es schon nicht sein. So, links halten, sagt sie gleich. Bitte links halten. Ja. Das ist ein ganz gutes Training, um mal wieder mehr auf die Linie zu gucken, da auf dem Navi und nicht nur nach der Stimme zu fahren. Kann ich mir gleich im realen Leben auch ein bisschen umtrainieren. So.
kündigt sich die nächste Ausfahrt an. Das ist zumindest meine Interpretation von dem, was ich da sehe. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Na, wer sagt's denn? Muss ja auch mal richtig liegen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, jetzt kommt wieder ein bisschen Geeier. Vorfahrt gewähren, Kreisverkehr. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ihr könnt mal schön da rausfahren, genau. Sehr nett von euch. Bitte rechts halten. Irritierende Ansage. Flugzeug! Nimm diese Ausfahrt. Der kommt aber ganz schön tief runter und ist ganz schön riesig. Okay, haben wir wieder den Klassiker. Autobahn, Zufahrtsstau. Ich hoffe mal, dass das mit meinen Zuglasten hier passt. Wenn ich wieder irgendwo hängen bleiben? Nö. So, ihr könnt mal hier noch ein bisschen verhandeln, ne? Ich fahre schon mal weiter. Oh, jetzt spät genug rüberziehen. Nicht den gleichen Fehler nochmal. Da ist auch schon das Ziel in Sichtweite. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Malaga, erster Aufenthalt. Ja, das sieht doch schon ganz stark nach Urlaub aus hier. Kann ich ein neues Auto mitnehmen da? Was kleineres für die Rückfahrt? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Fahrt mir nicht in den Anhänger. Viele Kreisverkehre heute. Okay. Erstmal weit raus. Fehlt leider diese kleine Maßnahme in der Mitte. Diese Ausfahrt. Dass wir als LKW hier irgendwie gerade durchkommen würden. Das gönnen sie uns hier nicht. Jawohl. Geht. Es endet um einiges besser, als es angefangen hat. So, hier gönnen wir uns einfach mal kurz einen Blick zur Seite. Sehr schön. Natürlich ist das keine Flight Simulator-Grafik, aber das ist auch nicht das Ziel der Übung hier. Aber es taugt schon. Bitte rechts halten. Um einiges hübscher, als ich es von früher in Erinnerung habe. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Genau, weil das so schön war, machen wir gleich noch einen Kreisverkehr. Ups. Jetzt sind wir hängen geblieben. Nimm mal den Text da weg. Ich sehe doch gar nicht, wo ich raus muss. Hier geht's raus. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach links ab. Okay, rein ins Industriegebiet. Nicht zu viele schöne Stadtteile sehen hier. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Hast du doch solche Aussagen? Da liebst du die Navis für. Rechts abbiegen, dann links abbiegen. Ja, die meint schon da rein, nehme ich an. Genau. Okay. Biege nach links ab.
da rein. Hier ist das Tor zu. Sehe ich das richtig, dass wir dort reinfahren müssen? Alles klar. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach, das hätten sie gar nicht erst angeboten, siehst du? Naja, das kriegen wir hin. Erstmal vorbei am Tor. Warum hängt's? Was habe ich vergessen? Bremse? Nö, jetzt. Direkt am Flughafen. Schön. Ich würde so gerne mal wieder in echt fliegen, ey. Oh, jetzt haben wir hier ja diesen wunderbaren Spiegel da. Können ganz gut abschätzen, wo hier wirklich Schluss ist am Zaun. Sogar im 2D-Flachmodus auf dem Bildschirm. So, easy. Aber warum soll ich die 15 Erfahrungspunkte nicht mitnehmen? So, es wird abgesattelt, wie sie es hier nennen. Und dann schauen wir mal. 524 Kilometer, 8 Stunden in Gamezeit, 216 Liter Diesel verbraucht. Bla 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 bla. 17.000 Euro mehr auf dem Weg zu den 3, 4, 500.000, die wir brauchen, um uns den Truck zu holen, in der Ausführung, wie ich ihn mir bisher ausgesucht habe. Gut, dann wie immer bedanke ich mich ganz dolle für die Aufmerksamkeit. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo da. Schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Anregungen, Ideen oder ja, Kritik am Fahrstil habt. Ich bedanke mich, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.